Hier ist wieder Blamefrown heute mit einem neuen Let's Play für heute mit dem Porsche 935 aus dem Jahre 2018, genannt Moby Dick. Ja, ein cooles Fahrzeug, ein cooler Wagen, ein cooler Rennwagen. Eigentlich ist es auch, eigentlich auch ein straßenzugelassenes Auto. Ja, straßenzugelassen, aber da bin ich eher vorsichtig mit Straßen zugelassen. Dementsprechend gehen wir heute mal auf die technischen Daten ein, die Besonderheiten dieses Porsches. Ja, wir haben wirklich einen sehr Porsche-lastigen Sonntag heute und ja, und schauen mal, wo alles sich befindet. Wir gehen auf die technischen Daten ein, wir gucken unter der Haube und ja, wie gesagt, wir gucken jetzt erstmal unter der Haube. Wir haben unter der Haube, wenn man da halt was sehen kann, ja, GT2 RS und Made in Flacht. Jetzt muss ich mal gucken, wer den Flach. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die technischen Daten ein. Wir haben unter der Haube den GT2 RS Motor. Ja, den Serien GT2 RS Motor, den Biturbo Motor, den 6-Zylinder Boxer Motor. Der leistet 700 PS und bringt einen Drehmoment von 750 Newtonmeter auf die Hinterachse. Dementsprechend wird das mit einem 7-Gang Doppelkopplungsgetriebe verwaltet und braucht ca. 2,7 Sekunden auf 100. Von 0 auf 200 hechtet dieser Wagen in 8 Sekunden. Vormax sind über 300 km/h und da muss er nur 1380 Kilogramm bewegen. Also der Wagen muss nicht sehr viel bewegen, aber die Basis ist ein Porsche GT2 RS hier, dieses Moby Dick, und man merkt, man hat einfach auf die GT2 Karosserie eigentlich die komplette Bodykit dran gemacht. Das heißt quasi, es ist eigentlich nur die Karosserie, also unter diesen ganzen Verbreiterungen ist eigentlich die Karosse des GT2 RS. Aber man hat diese Verbreiterung alles drauf gemacht, dass er wie Moby Dick erstens vom Design her aussieht. Und ja, es wurden nur 77 Exemplare von diesem Wagen gebaut. Also sehr selten und teuer. Aber ja, wie gesagt, Made in Flacht. Sehr interessant, dass es da steht. Wir googeln mal, was Made in Flacht bedeutet. Bei Porsche, Made in Flacht. Made in Flacht. Ja, und da gibt es eine kleine Info. Made in Flacht, das steht für gebildet an einem Ort im Motorsportzentrum Flacht. Ja, im Motorsportzentrum Flacht in der Schweiz. Ja, entwickelt, ja. Wo quasi die das Motorsportzentrum Flacht, wer das nicht kennt, der muss es eigentlich wissen. Und ja, wo quasi der GT3 Cup gebaut wird, der 911 RSR und der 919 Hybrid des 24-Stunden-Rennwagens gebaut worden. Da kommt der Wagen her und entwickelt, also wir sind sogar in der Schweiz. Porsche Schweiz, Flacht. Da muss ich doch Flacht. Porsche. Na, ja, da ist ein. Ja. Das denn? Das ist in der. Ja. Weißach. Hä? Flacht, der Ort Flacht. Ja. Made in Flacht. Also, da wurde im Porsche Motorsportzentrum Flacht gebaut und entwickelt und. Ja. Sehr interessant. Also, wir sind zumindest in der Schweiz. Boah, in Flacht. Also, entwickelt in Flacht ist der Wagen. Ich habe gehört auch, dass er auch im Weisach gebaut worden ist. Also, ich weiß es nicht genau. Made in Flacht, das ist mir heute neu. So gut kenne ich mich mit Porsche mich nicht aus. Aber ja, Made in Flacht, wir machen wieder den Deckel drauf und wenn wir halt gucken, ja, das sehen wir wieder nichts. Aber man sieht es ja halt, es ist eigentlich ein GT2
RS hier von Porsche und wir schauen mal. Alles, was hier typisch Moby Dick zu erinnern ist, wie die Felgen. Die Felgen sind auch cool. Ich finde diese Aero-Felgen richtig cool. Den gab es auch wirklich in den 70ern, 60ern auch bei Moby Dick, bei dem originalen Moby Dick im Martini Racing, diesen Stil. Und ja, und hier alles so, was man bei Porsche kennt, hat Porsche auch gebaut von ihren legendären Sportwagen. Hier Schaltknüppel für die Automatik. Vom Carrera GT, den haben wir auch im Spiel. Also alles, was man so, die berühmtesten limitierten Sportwagen, die man kennt bei Porsche, da sind einige Teile, die man hier kennt. Und ja, damit ist das Ding auch nur 77 Mal gebaut. Und jo, es muss schon sagen, der Wagen sieht richtig cool aus. Und ja, er muss jetzt auch auf die auf unsere Teststrecke jetzt die Zeit beweisen. Aber ich will erst mal gucken, ob wir den auch in anderen Farben haben. Na gut, den anderen Farben wahrscheinlich nicht, aber dafür, so, Aufkleber anwenden? Nee. Designs. Ob wir da empfohlenes Design finden? Weil Martini. Ich habe sogar, ja, wir müssen eigentlich Martini reißen. Also, Design drauf machen. Weil das passt zu dem Wagen. Weil ich habe sogar auch ein ferngesteuertes Modellauto, ferngesteuertes, und das ist der Moby Dick, zufällig halt den 935er, und der ist auch im Martini Race Design. Und ja, und wir sehen hier, so könnte auch theoretisch auf deutschen Straßen auch fahren dürfen. Und ja, 7 Gänge sehen wir auch, also dementsprechend fahren wir jetzt auf unsere Teststrecke und schauen mal, was da für eine Rundenzeit brennt, der Wagen, ja, brennt auf die Teststrecke, weil wir haben schon heute eine Rundenzeit gefahren unter 50 Sekunden mit dem Mission Air. Wir gucken jetzt mal 932 Extreme Track Toy 700 PS. Also ich habe ja auch gesagt, eigentlich müsste man die Rundenzeit dieses anderen Fahrzeugs auch schlagen. Und wir haben hier 1005 Newtonmeter haben wir beim, das heißt nicht geguckt, ob wie viel Drehmoment wir bei 680 PS haben, aber es ist auch ein Extreme Track Toy, der Mission Air. Also bei den Extreme Track Toys sind wir heute sehr gut unterwegs. Also heute Extreme Track Toys Day. Aber ja. Aber mit Verbrennungsmotor und Hinterradantrieb. Also das ist wieder eine ganz, ganz andere Sache. Das soll sogar besser sein als der Mission Air. Gut. Da bin ich jetzt aber auch gespannt, was er für einen Abtrieb hat. Und den Porsche 935 Moby Dick habe ich in einem Spiel gefahren. In Need for Speed Porsche. Ja, wer diesen Need for Speed Teil kennt, der soll mal googeln. Need for Speed Porsche. Und das Auto ist da im Spiel, der Moby Dick, extrem brutal. Der hat auch über 700 PS oder irgendwas. 700, 600 PS. Und hat auch so einen Twin-Turbo-Motor vom Porsche 911 Turbo. Also Turbomotor, GT2-RS-Motor, B-Turbo, also es passt alles. Wir haben quasi einen B-Turbomotor, wir haben einen kleinen Turbolader und einen großen Turbolader, darum B-Turbo und ja, dementsprechend wird es jetzt interessant, was wir für eine Rundenzeit fahren. Und wir haben die Bremsleuchten wieder im Heckspoiler. Auch wenn ich den Gedanken habe, wir haben Hinterradantrieb. Aber schauen wir mal. Und wir haben hier statt ein Drehzahlmesser rechts eine Ladedruckanzeige statt auf der rechten Seite ein Drehzahlmesser. Das ist geil, dass wir ein Drehzahlmesser, eine Ladedruckanzeige haben statt ein Drehzahlmesser. Und wir haben links eine Uhr. Eine Stoppuhr. Links eine Stoppuhr, rechts ein Drehzahlmesser und in der Mitte vom Rennwagen die Tachoeinheit. Ja. Und jetzt wird es halt interessant. Wir müssen jetzt hier schnelle Zeiten fahren und muss mich jetzt mal einschießen in den Wagen. Ich bin der Meinung, wir haben Heckantrieb. Ich habe jetzt wieder nicht geguckt, weil der Wagen fertig wie ein Allradler gerade um die Kurve.
Und wir können das ABS wie es ASL extrem fein abstimmen. Und ja. Wow, also, so, ich bin mal gespannt, was wir für eine Rundenzeit gefahren haben. Und wir haben, okay, ja, aber kannst du ja mal machen. Wenn ich jetzt mir noch mehr Mühe gegeben hätte, hätte ich sogar unter 50 Sekunden gefahren, die Rundenzeit, auf unserer Teststrecke. Also, eine 50.012, also unglaublich, wie Bobby, der 935, die Neuauflage fährt. Das ist ja brutal. Also muss man sagen, er fährt sich eigentlich besser als der Mission Air in den Kurven. Besonders in ganz engen Kurven kann ich sogar etwas flotter um die Kurven fahren als der Mission Air. Der Mission Air hat er untersteuern aufgrund seines Allradantriebs. Und ich sagte, der Wagen muss Heckantrieb haben. So fährt allerhöchstens ein Hecktriebler manchmal. Aber es hat das Gefühl, ich hätte Allrad. Ich muss schon sagen, er bremst gut, er liegt sehr gut auf der Straße, auch bei höheren Geschwindigkeiten hast du wieder ordentlich Anpressdruck und du merkst, dass es ein extremer, schneller Rennwagen ist. Also, du bist extrem schnell unterwegs. Er hat sogar einen höheren Leistungsindex wie der Mission Air. Also, das ist unglaublich. Also, ich bin heute wirklich in den 50er-Zeiten ungefähr und ich weiß zumindest, dass wir den Nio nicht mit dem schlagen können. Also das weiß ich. Also wenn ich sogar ein Hauch perfekter gefahren bin, hätten wir einen 49 vorne dran, aber wir hätten den Nio nicht schlagen können. Nee, den hätten wir nicht schlagen. Aber trotzdem ist das brutal, mit einem reinen Verbrenner diese Zeit zu fahren. Und da hat hier auf der Teststrecke bewiesen, dass er schlägt wie auf der Brett auf der Straße und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist die Kurzfassung. Der Wagen fährt sich ultra stabil. Du kannst darauf vertrauen, dass du fast in jeder Situation Grip hast, wenn du nicht übertreibst. Und ja, und er klingt wie ein reinrassiger Rennwagen von ihm. Also, ich bin heute, ja, von den neuen Porsche-Modellen, die wir heute reinbekommen haben, beeindruckt. Aber ich meine, wir sind sogar schneller als der Huracan STO mit Heckantrieb und ja. Aber ja, also das ist heute. Heute kriegen wir den Geschwindigkeitsrausch. Heute geht es jetzt auch noch zum Top-Speed-Test. Auch noch. Also bei dem anderen brauchte ich ja keinen Wagen 295. Habe ich ja reif von der Ständereinstellung her. Aber je nach Übersetzung schafft er auch höhere Geschwindigkeiten. Da ist ein Top-Speed-Test fast unsinnig. Aber es testet das Fahrzeug hier so erstmal in der Serie, wie er sich fährt, bevor ich den halt umändere am Setup was. Und ja, jetzt geht es auf die nächste Strecke, wie er sich im Highspeed-Bereich schlägt, weil wie bei dem Mission Air, je schneller du fährst, desto mehr Anpressdruck, desto besser liegt er in der Kurve. Und hier war es so, er liegt schon von Anfang an gut in der Kurve, sogar bei geringeren Geschwindigkeiten. Und ja,
So. Jetzt muss ich mal gucken. Also Mission, er hatte Head Allrad. Ja, 7 Gänge. Wir können hier wieder alles einstellen. Alles. Und wir sehen hier, wir haben nur Hinterradantrieb, weil der Wagen hat mir das Gefühl gegeben, wir hätten Allrad. Und so viel Grip auf der Vorder- und Hinterachse hatte ich bislang bei einem Hecktrieber mit dieser Motorleistung. Und ich glaube, mit Load Control ist er extrem stabil. So, jetzt schauen wir mal, wie er sich hier in der höheren Geschwindigkeit in den Kurven schlägt. Mal den Mission. Ah, da muss ich ja fast nicht mal bremsen, um in die Kurven zu fahren. Um die Kurven gut auszufahren. Und jetzt schauen wir mal, wir geben Gas. Weil laut Telemetrie schaffen wir schon mindestens mal 300. Über 300, sagen wir schon mal. Ja, wir fahren zumindest deutlich flotter. Wir sind im 7. Gang. Ja, die, die Kurve packen wir. Gut, bei 295. Ja, 295 ist so das Ziel. Wir sind hier bei 29. Wir gehen mal ein Tempo runter. Ja, er packt die Kurve genauso wie der Mission Air. Also, da sind sie von der Kurven-Performance gleich. Auch wenn ich das Gefühl habe, der Best. Dann nutze ich hier seine Performance besser aus, weil er deutlich höhere Geschwindigkeiten fahren kann auch. So, jetzt meine ich, jetzt habe ich die Ecke gefunden, wo man den so ein bisschen... Ja, bei Unimann lässt es sich doch schön auf den Tritt schon bringen. Er ist eine Teststrecke doch ein bisschen zu zart für den Wagen. Mach so Ruhe zu bringen, Sack. Aber wir haben viel Grip auf der Hinterachse. Ja, hier verliere ich das Rennen. Das, da habe ich... Ja. Aber wir fahren jetzt gleich einen Top-Speed-Test. Ja. Ja, wenn man da halt nicht... Kurve halt verpasst. Denkst du, könntest die noch kriegen? Ja. Da bin ich jetzt mal letzter, ja, liken. Also, sie sagen, ist toll. Aber wir machen jetzt einen Top-Speed-Test, weil er soll ja über 300 können. Wir werden jetzt erstmal, weil er es auch schon hohen Abtrieb hat. Na, 330 laut Telemetrie irgendwas, habe ich ja gelesen. Ah, schauen wir mal. Über, also ist zumindest Pflicht, dass er halt die 300 packt. Das ist schon mal Pflicht. Weil die Aerodynamik kann man auch einstellen, aber es ist halt die Top-Speed-Angabe auch wieder Nonsens. Ein bisschen auch wieder unsinnig. Liegt dann wieder an der Top-Speed, an Getriebe und so. Und an Aerodynamik halt so. Top-Speed-Test. Ja, der B-Turbo-Motor vom GT2RS, der ist einfach brutaler Motor. Und wir hören das Differential, das ist ein Rennwagen. Du hörst alles, wie bei einem Rennwagen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, vom Gefühl her schafft er 330 km, wie er jetzt eingestellt ist. Also die 300 km hat er gepackt. Weil den kriegen wir jetzt nicht in den Drehzahlbegrenzer.
Dementsprechend geht es jetzt auf das letzte Rennen. Und dementsprechend schauen wir mal, wie schnell wir den Berg wieder erklimmen. Ja, trotz Hinterradantrieb. Da bin ich jetzt beeindruckt, weil der fährt sich wie ein All. Das, und da muss ich jetzt sagen, ich habe ja auch gesagt, vom Grip, hat extrem viel Grip. Mit der Launch Control, da denkst du fast, wenn du die Launch Control anhast, der hätte Allrad. Aber wir haben alles nur hinten: Heckantrieb, Heckmotor. Das ist auch, liegt ja auch wahrscheinlich auch am Gewichtsverteilung, weil wir sehr viel im Heckbereich haben. Aber trotzdem, es fühlt sich alles. Der fährt sich wie ein Allradler. Das hat der Allradantrieb vorne, hat Grip, aber in den Kurven fällt er sich nicht wie ein Allradler, dass er mal ein bisschen untersteht. Nee, da fällt er sich wie ein zweiradgetriebener Wagen. Dass die Vorderachse machen kann, was sie kann, ihre eigene Aufgabe, und die Hinterachse ihre eigene Aufgabe hat. So, dementsprechend geht es jetzt los. Sogar ein Bugatti Divo. Wow. Oder Chiron. Das muss ein Divo sein. Mit dem wir jetzt gerade mithalten. Und das BTK-Getriebe ist unglaublich schnell schaltend. So, jetzt geht's wieder in den Kurven. Schauen wir mal. Heute, also zumindest beweist er hier, dass er auf dem Bergrennen sehr stark unterwegs ist. Aber hier fährt er sich wie ein Allradauto. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Hinterradantrieb habe, dass er die Power so gut auf die Hinterräder bringt. Das hatte ich jetzt nie. Gut, hatte ich ab und zu mal. Aber gut, bei Heckmotor und Hinterradantrieb. Also in den Kurven ist er sehr stark unterwegs. Ich hier den Wagen ja hier brutal in den Kurven fliegen lasse. Da hat der Divo mit seinem Allradantrieb halt ja, keine Chance. Das ist ja unglaublich. Ich renne mit dem Wagen ja um die Kurven herum. Na, seit ich Erster, das ist nach langer Zeit das erste Mal. Und durchs Ziel. Zweiter, das ist ja. Also, wir schauen mal, wo er sich auf der Teststrecke positioniert. Und dementsprechend gehen wir gleich zur Teststreckentabelle. Bis gleich. Ja, und mein Gefühl hat sich auch wieder nicht gedrückt. Zum zweiten Mal nicht. Also, schneller als der Mission Air ist er nicht. Aber, dass er hinter dem Mission Air 0,4 Sekunden langsamer ist, das ist beeindruckend. Und ich habe ja gesagt, er fuhr sich in den Kurven besser. Und das hat er jetzt bewiesen. Aber er schlägt auch noch den Jesko X Edition zum zweiten. Also Jesko ist noch mal Platz abgerutscht. Also, wow. Also wir sind heute so oft oben in der Liste. Da bin ich halt froh, wenn ich jetzt die Zeit gleich vom, die Rundenzeit vom Ford Fiesta eintrage, dass ich wieder weiter unten bin. Weil hier oben bin ich sehr selten. Und die Liste ist ja, ja. Jetzt muss man hier die vorderen Positionen einfach mal abstauben. Die vorderen Positionen habe ich jetzt ordentlich abgestaubt. Ja. Ganz vorne ist er nicht, dem 935 aus 2019, aber
Es ist trotzdem schnell. Also, das muss man sagen. Wenn ich jetzt irgendwie jetzt, boah, wenn ich ja mir eine X-Edition bauen würde, aber nur mit Hinterradantrieb, geschweige nur mit Hinterrad, dann müssen eher, da wäre es ein bisschen schwieriger, da noch was rauszuholen. Ich glaube, wir können den sogar tun mit dem E-Motor, meine ich. Aber ja, dementsprechend sage ich Adios, amigos.